Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Susi 3. Heute sind wir unterwegs mit der Baureihe 612, der Dieseltriebwagen von der Deutschen Bahn AG Regio. Wir fahren heute die Strecke von Kassel-Wilhelmshöhe bis Warburg über Hofgeismar und ich wünsche euch eine angenehme Fahrt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich... Sehr geehrte Fahrgäste, okay, dann wir nicht. Begrüßen Sie ganz herzlich auf dieser Zugfahrt und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Hofgeismar. Genau, meine sehr geehrten Damen und Herren, der nächste Halt ist Hofgeismar. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt in Richtung Warburg. Tschüss und... Ach nee, nicht tschüss, bleiben Sie drin, ja? Wir fahren hier gerade. Bis später, tschüss. Thank you.
Ja, Sifa, danke. Ich habe mal eine Frage an diejenigen, die in Relife so ein Triebfahrzeug fahren. Dürfte ich mich rein theoretisch selbst befreien? Die Lampe hat ja hier geblinkt gehabt. Auch wenn ich weiß jetzt nicht, was das ist. Aber dürfte ich mich eigentlich selbstständig befreien oder muss ich abwarten, bis sie automatisch nicht mehr blinkt, also aufhört zu blinken und nur noch leuchtet? Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage richtig formuliert habe, aber ich glaube, ihr habt mich verstanden, hoffe ich mal. Schreibt das gerne mal in die Kommentare.
Ja, habe ich mich mal kurz abgelenkt und zack, passiert diese Kacke da. Okay. Scheiße. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer Fahrzeugstörung wird sich unsere Weiterfahrt verzögern. Wir sind bemüht, diese schnellstmöglich zu beseitigen. Wir bitten Sie um Geduld und werden Sie weiter informieren.
Nächste Station, Hof Geismar. Fahrgäste zum Hessentag steigen bitte hier aus. Passengers for Hessentag, please alight here. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hof Geismar. RE 17 nach Hagen Hauptbahnhof über Warburg in Westfalen.
Nächste Station, Warburg in Westfalen. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, und damit verabschiede ich mich von der Fahrt und wünsche euch noch einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend. Je nachdem, wann ihr euch das Video reinzieht. Lasst doch gerne einen Like da oder abonniert meinen Kanal, falls ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt und mitfahren wollt. Und dann sage ich mal, bis demnächst. Ciao, ciao.